Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 Karrieremodus mit PSG. Wir haben irgendwelche Nachrichten im Büro, aktuelles aus Italien, egal, Karl. Passt schon. So, ich würde sagen, wir stellen mal kurz auf gegen Olympique Marseille. Silva gefällt mir aktuell gar nicht, überhaupt nicht. Deswegen nehme ich mal an seiner Stelle Umtiti rein, neben Marquinhos. Kusawa war im letzten Spiel eigentlich ganz ordentlich, also da kann ich mich nicht beschweren. Lukas möchte ich gerne weiter drin lassen, weil er einfach echt die Tore macht. Ne? Wenn er spielt, dann macht er die Tore. Und die Maria im ZOM ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber es läuft aktuell wirklich gar nicht. Auch im letzten Champions Cup Spiel haben wir nur ein Unentschieden gemacht und gehabt. Und in den letzten Ligaspielen haben wir zweimal oder dreimal hintereinander verloren. Egal ob simuliert oder nicht simuliert, wir verlieren einfach alle Spiele. Und gegen Olympique Marseille, gegen den aktuell vierten, muss es jetzt besser werden und wir müssen auf jeden Fall was hinkriegen. Vorschau gucken wir uns mal ganz kurz an. Werden trotz enttäuschenden Ergebnisse der letzten Partien sicher nicht so schnell den Glauben an ihre Mannschaft verlieren. So sieht es nämlich aus. So, ich würde einfach sagen, wir starten das Spiel und wir sehen uns gleich. Los geht's im Parc des Princes, Paris Saint-Germain. Im Moment sehr, sehr schlecht aufgelegt gegen Olympique Marseille, die ein bisschen besser aufgelegt sind und auf Platz 4 verweilen. Eines der Top-Spiele der Liga ist jetzt am Start. Und ja, für Paris ist es langsam wichtig, endlich mal Leistung zu zeigen. Sie stehen, wie man hier sieht, auf dem 9. Platz, haben 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden und 3-mal verloren. Das sieht gar nicht so gut aus für diese Top-Mannschaft eigentlich. Aber Olympique Marseille, sehr, sehr gut aufgelegt, sehr, sehr gut drauf. Die können auf jeden Fall auch gegen Paris in dieser Form gewinnen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das denn aussehen wird, ob die gut spielen werden, ob sie schlecht spielen werden und so weiter und so fort. Wir gucken uns jetzt erstmal die Aufstellung an. Das ist unsere Aufstellung. Trapp, Aurier, Umtiti wird spielen. Marquinhos und Kurzawa, Coquelin, Pogba, Di Maria im Mittelfeld und Reus, Ibrahimovic und Lukas in der Offensive. Hoffentlich zeigen sie jetzt, was sie so drauf haben und so können. Und das dann natürlich gegen diese Mannschaft, gegen Olympique Marseille. Tja, Rolando, der Portugiese, wird spielen. Ansonsten Nkolau, Mendy, Alessandrini, Diarra, Nkudu, Kabeya. Und vorne habe ich jetzt verpasst. Aber es sind auf jeden Fall ein paar bekannte Namen auf jeden Fall dabei. Und es könnte sehr, sehr schwer werden gegen diese, auch, ja, muss man auch sagen, Star-Truppe. Hier sind die Spieler im Fokus. Di Maria, 5 Tore im Moment in dieser Saison, steht auf Platz 4. Und Alessandrini hat auch 5 Tore. Ja, Fletcher ist es gewesen im Sturm. So, Olympique Marseille mit dem Anstoß. Vielleicht gehen sie sofort dran. Las Diarra. Cabella. Der ist sehr, sehr schnell und wendig. Da muss man wirklich aufpassen. Oh. Starker Anfang schon mal von Olympique Marseille. Das muss doch ein Foul gewesen sein. Mondi. Auch ein sehr, sehr starker Außenverteidiger. Oh. Kaum sage ich's, macht er diesen Fehler. Reus. Auf Di Maria. Di Maria schießt. Drin das Ding. 9. Minute. Angel Di Maria mit dem 1:0. Ist das jetzt die Reaktion auf die schlechten Kritiken in der letzten Zeit? Die ganzen Zeitungen, die ganzen Zeitschriften, die ja, reagieren natürlich auf die schlechte Form von Paris Saint-Germain und auf die schlechte Form auch von Di Maria, von dem man erwartet, dass er Zeichen setzt. Und das ist doch ein Zeichen. 1:0 gegen den Viertplatzierten, gegen Olympique Marseille. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und das ist ein frühes Tor, ein so wichtiges frühes Tor. Aber man weiß aus der Vergangenheit, aus den letzten Spielen, dass Paris gerne mal frühe Führung verspielt. Und das muss natürlich jetzt anders werden. Las Diarra. Cabella. Pogba. Kommt nicht ran an den Ball. Er kämpft aber auch sehr, sehr krass. Romão. Schön. Und gut geblockt von Marquinhos. Das gibt Ecke für Olympique Marseille. Aber besser so als ein Tor für Marseille, würde ich mal behaupten. Was ist denn das? Wieder Unsicherheiten in der Verteidigung. Trapp hält aber, das ist das 1:1. Ganz große Unsicherheiten in der Verteidigung. Paris hat den Ball nicht weggekriegt.
Und dann, naja, Trapp hält noch, aber der Ball rutscht ihm unter dem Körper weg und das ist das 1:1. Damit hat Paris mal wieder eine Führung verloren. Sehr druckvoll hier, Paris Saint-Germain, aber Olympique Marseille lässt sich nicht beirren. Sie spielen ihren Ball. Oh, stark! Stark, Pogba jetzt! Pogba! Nein! Oh, sehr stark von Rolando! Das hätte es sein müssen. Aurier, wieder sehr stark. Di Maria, schön! Auf Reus! Reus! Ah, schwacher Ball. Wirklich schwacher Ball. So, jetzt muss es wieder abgeben. Kusava, sehr gut aufgepasst. Aurier. Und Di Maria schießt! Reus! Mit dem Kopf! Reus passt sehr, sehr gut auf. Der Torwart von Marseille kann nur abprallen lassen, den Schuss von Di Maria. Und ja, wer reagiert am schnellsten? Es ist Marco Reus. Es ist Marco Reus, der dann mit dem Kopf hingeht und das 2:1 macht. Stark gespielt, stark gemacht von Marco Reus. Ein wichtiger Transfer für Paris Saint-Germain in dieser Saison. Aber es läuft trotzdem nicht so. Es läuft trotzdem in der Liga nicht so. Es läuft in der Champions League nicht so. Aber es ist noch genug Zeit, um das alles wieder gut zu machen. Um die Niederlagen vergessen zu machen. Und das wäre hier ein sehr, sehr guter Anfang. Gegen Olympique Marseille, gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga. Und damit Halbzeit hier im Stadion. Paris führt 2:1 nach den Toren von Di Maria und Marco Reus. Bisher gar nicht so schlechte Leistung. Sie wollen wirklich zeigen, was sie drauf haben und dass sie auch gegen Olympique Marseille gewinnen können. Nkoudou geht raus und Tanguy kommt rein. Das heißt Wechsel auf dem linken Flügel. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr frischen Wind für Olympique Marseille. So, was haben wir hier? JJ. Oh, Reus, sehr stark. Oh, Di Maria denkt nicht mit. Di Maria denkt nicht mit. Was ist denn das? Sehr, sehr guter Ball, eigentlich von Reus. Sehr, sehr gut gedacht. Aber Di Maria hat den Pass nicht erwartet. Das sind die Abstimmen-Schwierigkeiten natürlich noch nach dem Wechsel. Di Maria kann noch nicht wissen, wie Reus denkt. Sehr gut. Coquelin. Di Maria auf Reus. Reus. Kann sich nicht vom Ball trennen. Lucas Silva macht das sehr, sehr viel besser. Pogba schön gemacht. Coquelin. Naja, viel zu früh gepasst. Aber Di Maria kriegt den Ball und Pelé hält. Nicht nur im Sturm damals war er gut, sondern auch im Tor. Pelé. Starker Schuss von Di Maria, aber sehr, sehr stark auch gehalten von Pelé. Reus jetzt mit dem Eckball. Oh. Schade um Titi. Oh, schwacher Ball. Aber Lukas passt Gott sei Dank auf. Aurier, schön auf Lukas. Lukas. Oh, Foul. Riesiges Foul. Das muss aber wirklich eine Karte geben. Der ist ja reingerauscht. Der ist ja reingerauscht in den Gegner. Ja, ganz sichere gelbe Karte. Das war aber dunkelgelb. Mondi. Und jetzt vielleicht die Ecke. Die wichtige Ecke für Paris. Was passiert daraus? Stark gehalten von Pelé. Habt ihr das gesehen? Sehr, sehr stark. Das war die Riesenchance. Mit einer Hand kam er noch dran. Und jetzt der Konter für Alessandrini und für Olympique Marseille. Oh. Lucas Silva stark auf Mondi. Die Flanke. Oh, Trapp. Stark. Schuss jetzt nochmal und riesige Chance. Das hätte das Tor von Alessandrini werden können. Ja, 77 Minuten gespielt. 2:1 immer noch für Paris Saint-Germain. Wichtiges 2:1. Kusava. Oh. Viel zu stark gespielt, aber Reus. Das mag er gerne, solche Bälle. Oh. Und Lukas. Oh. Nimmt den Ball direkt, den Superpass von Reus. Nimmt ihn direkt. Aber das war gar nichts. Da hätte er vielleicht noch ein bisschen warten können und das 3:1 erzielen können. Das wichtige 3:1. Da hätte er alles klar machen können. Kusser war sehr gut gemacht, aber da pfeift der Schiri. Warum pfeift er denn da? Warum pfeift der Schiedsrichter genau da?
Olympique Marseille hatte noch den Ball. So, jetzt vielleicht die Riesenchance. Nein. Di Maria. Di Maria. Aurier. Oh. Sie machen ganz schön Druck hier. Enkelau. Aber Trapp hält. Trapp hält. Fehler um Fehler hier gerade in der Verteidigung von Paris. Und jetzt kann es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Coquelin. Oh, stark aufgepasst. Bock, stark. Die Verteidigung von Marseille. Vorteil. Reus, sehr gut. So, Ibrahimovic. Sichert den Ball. Pogba auf Lukas. Schön auf Pogba. Luka, Pogba, Mann. Hätte nochmal auf Lukas spielen müssen. Und Rolando passt auf Einwurf jetzt für... Nee, für Marseille tatsächlich. Paris war noch dran. Oh. Das war ein verschenkter Ball jetzt gerade im Mittelfeld. Ja, schwacher Ball. Oh. Wird aber noch gefährlich. Lukas. Passt auf, 2:1 gewinnt Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille. Die wichtigen Spiele scheinen sie dann doch noch gewinnen zu wollen und gewinnen zu können. Gegen den Viertplatzierten Olympique Marseille. 2:1. Puh, da fällt auf jeden Fall ein Stein vom Herzen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Pariser Mannschaft. Angel Di Maria, 3 Schüsse, 1 Tor. War ein ganz, ganz wichtiger Spieler heute für Paris Saint-Germain. Und ja, zu Recht ist Olympique Marseille da traurig, Pogba stolziert ein bisschen rum. Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass Paris hier mal wieder gewonnen hat. Mit den Toren von Di Maria und Marco Reus. Und hier sieht man, Kevin Trapp wurde als Eigentor gezählt. Ja, schönes Spiel. Definitiv auch mal verdient, gegen so einen starken Gegner zu gewinnen. Und das war auch ein verdienter Sieg, definitiv für Paris Saint-Germain. Da braucht man gar nicht drüber reden. Wir gucken uns dann nochmal die Tabelle an, wie sich das auf die Tabelle jetzt ausgewirkt hat. Paris jetzt wieder auf dem 4. Platz. Ganz, ganz wichtiger Sieg also, damit sie wieder Anschluss finden an die Spitzengruppe aktuell. Das ist Stadrin, Girondins de Bordeaux und Nizza. Ja, Marseille ist dann tatsächlich auf den 8. Platz gerutscht und runtergefallen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz das Training. Mal gucken, was das Training so zeigt. Wir versuchen mal wieder Reus. Ich möchte mal Reus echt ein bisschen pushen. Der soll eine 87 kriegen. Ansonsten Pogba natürlich. Pogba darf sich durchsetzen. Coquelin. Ich glaube, das versuchen wir einfach gar nicht. Rabiot. Nochmal mit El Rondo. Und tja, gucken wir mal. Marquinhos macht Sinn. Der darf defensive 1 gegen 1. Ne, 1 gegen 2. Und vielleicht nochmal Zuma. Der darf auch defensive 1 gegen 2. Dann simulieren wir mal ganz kurz und gucken mal, was die Spieler so gerissen haben im Training. Na, nicht so gut. Wirklich gar nicht so gut. Schade eigentlich. C, D, D, C, C. Ah, schwach. Das ist schwach. Schade. Gut, simulieren wir ein bisschen bis zum nächsten Spiel. Das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile. Ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt, wie es gegen den nächsten Gegner sein wird. Der nächste Gegner wäre dann Troyes, wenn ich das... Troyes? Nee. Wer ist denn der nächste Gegner? Doch, nee, SC Bastia. Der letzte. Der letztplatzierte wird gegen uns spielen. Wir machen nochmal kurz Training. Reus, bitte, bitte Reus, push dich. Endlich mal. Pässe beherrschen. Das ist doch was für dich. Das musst du doch hinkriegen. Ansonsten mal wieder Pogba. Der darf auch Chancenerarbeitung. Ansonsten Rabiot. Der darf auch Chancenerarbeitung, würde ich sagen. Und dann die Innenverteidiger Marquinhos. Darf mal wieder defensive 1 gegen 2 ran. Das ist nämlich ganz wichtig. Und diesmal um Titi. Defensive 1 gegen 2. Mal gucken, was die Jungs hier so bringen. So.
Geht so. Oh, C, D, 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 D. Ja, so wird das nichts mit dem Levelaufstieg. Tja, schade, schade, schade. Ja, auf jeden Fall gegen den Letztplatzierten wird es als nächstes gehen. Da bin ich mal echt, da muss eigentlich ein Sieg her. Also wenn nicht gegen den Letzten, gegen wen denn dann sonst? Und damit hätten wir dann auf jeden Fall schon mal die Fehler aus der vergangenen Zeit ausgeglichen. Hier sieht man es, die anderen haben schon gespielt. Stadren hat mal wieder gewonnen. Oh, es ist echt, wir müssen wirklich gewinnen, um weiterhin in der Spitzengruppe zu bleiben. Und das werden wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. Just let me on. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, and tastemakers make us